Endlich ist es wieder soweit. Die Jüngsten spielen bei der Young Generation Trophy um Punkt, Satz und Sieg. 4 Tage lang ist die Anlage des TC 1899 Blau-Weiß Berlin Austragungsort. Young Generation Trophy presented by Trisor ist für uns ein ganz besonderes Ereignis, weil es einfach die Jugend hierher bringt auf unsere Anlage. Ja, es bringt absoluten Jugendspitzentennis hierher. Insbesondere für die Nachwuchsspieler und Nachwuchsspielerinnen der Altersklassen U9 bis U12 bietet diese Trophy einen optimalen Rahmen, um erste Turniererfahrungen zu sammeln und Freude am Wettkampftennis zu entwickeln. Fritz Boberg ist dafür ein gutes Beispiel. Und das gleich im doppelten Sinne. Denn so gut wie der 11-Jährige von Blau-Weiß ist hier kein anderer. Im Finale besiegt er den Leipziger Tom Ochotski nach 2 starken Sätzen mit 6:3 und 6:1. Am Anfang war ich sehr aufgeregt, dann kam ich langsam ins Match rein und habe dann viele Stops gespielt und dann habe ich den Ball an ihm vorbeigespielt. Seiner Clubkameradin Lena Topel geht es genauso. Bis zum Finale gibt die Blau-Weiße kein einziges Spiel ab. Im entscheidenden Match dann trifft sie auf Melena Steinkamp vom LTTC Rot-Weiß und entscheidet das kleine Berliner Lokalderby klar mit 6:2 und 6:4 für sich. Ich habe versucht, mein Tennis zu spielen, also ein bisschen zu variieren, nicht im richtigen Moment den richtigen Schlag zu spielen. Ganz großes Tennis zeigt auch Leon Gerber vom TC Weißenhof. Im Finale der unter 18-Jährigen dominiert er seinen Gegner nahezu nach Belieben. Baykal Kusliam vom Tennisclub SCC Berlin ohne Chance. Am Ende heißt es 2x6:0 für den Stuttgarter. Ich habe den Ball ganz gut getroffen, Training lief gut und allgemein fühle ich mich ganz gerade gut auf dem Platz und ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen, also es war heute ganz gut wieder. Die lange Anreise aus Stuttgart hat sich doppelt gelohnt. Sieger in seiner Altersklasse und dann gibt es noch eine große Überraschung obendrauf. Leon bekommt eine Wildcard für das A2-Turnier beim TCBW im Dezember. Auch Hanna Pieper vom Tennisverein Frohnau gehört an diesem Tag zu den glücklichen Gewinnerinnen. Mit 6:0 und 6:2 weist sie die Blau-Weiße Annika Malze in die Schranken. Ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich jetzt hier gewinnen konnte, weil es hier echt ein schönes Turnier und ich habe gehört, wir kriegen auch vielleicht ganz schöne Preise und das freue ich mich natürlich sehr, dass ich jetzt gewinnen konnte. Die Preise können sich wirklich sehen lassen. Schließlich haben die Nachwuchsspieler und Nachwuchsspielerinnen hart gekämpft und sich diese Belohnung verdient. Die Sieger und Platzierten freuen sich deshalb natürlich ganz doll über die Pokale und Bluetooth-Boxen. Absoluter Oberknallerpreis, Fahrrad, das nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zusammengestellt werden kann. Gerade auch nochmal in den Finals wahnsinnig spannende Matches gehabt mit Match-Tiebreak bis zum Ende und das ja, bringt Freude. Mit Motivation, Kampfgeist und vollem Einsatz haben sie gespielt. Die Jüngsten bei der Young Generation Trophy des TC Blau-Weiß. Und zwar um Punkt, Satz und Sieg.